Stellen wir eine Situation vor, dass wir 100 Euro haben und wir wollen ein Smartphone kaufen. Aber wenn der Preis des Smartphones kleiner als oder gleich 100 Euro ist, dann ja, kaufen wir das. Wenn der Preis größer als 100 Euro ist, nein, wir kaufen das Smartphone nicht. Schreiben Sie einen Code für diese Situation und testen Sie zwei Preise, 75 und 125. Euro. Jetzt bitte pausieren Sie das Video. Schreiben wir jetzt den Code zusammen und prüfen wir das, kontrollieren wir. So, was machen wir zuerst? Wir wissen nicht den Preis, das kann das sein oder das, und wir haben hier zwei Varianten zu testen. Natürlich schreiben wir für den Preis eine Input-Variable. Input. X ist Input, hier schreiben wir Preis. Welcher Preis hat das Smartphone? Hier schreiben wir Preis. Dann die Konditionen, ja, die Zusätze, die Bedingungen. Wenn der Preis kleiner oder gleich 100 ist, dann was? Print? Print? Ja, wir kaufen das Smartphone. Aber wenn der Preis größer als 100 Euro ist, print? Nein, wir kaufen das Smartphone nicht. Führen wir jetzt den Code aus. Python fragt uns Preis. Was testen wir? 75. Und wir haben jetzt den Output. Das Ergebnis ist nein. In diesem Fall. Für diesen Code. Und warum? Ist es ein Fehler? Ein Fehler hier? Oder Python hat einen Fehler gemacht? Python hat uns falsch verstanden? Was ist los? Nein, wir haben Fehler gemacht. Wir haben hier einen Fehler oder mehr Fehler gemacht. Und jetzt müssen wir suchen. Wo ist der Fehler hier? Wo ist der Fehler? Natürlich, Input-Variable. Wir müssen mit Input-Variable sehr vorsichtig sein. Python versteht das nicht wie 75, er versteht das wie 7, 5, eine Sammlung der Symbole. Wir müssen diese Variable jetzt in eine Float-Variable oder Integer-Variable umwandeln. Oder transformieren wir jetzt die Variable, schaffen wir eine neue, y ist Float, zum Beispiel Float von x. Führen wir jetzt nochmals den Code aus und sehen wir nochmals nein. Nein, warum? Wir haben die Variable transformiert. Gibt es noch einen Fehler? Wo ist Fehler hier? Wo ist der Fehler? Ja, jetzt arbeiten wir nicht mit x, aber mit y. So müssen wir jetzt x durch y ersetzen. Und jetzt, wenn wir 75 schreiben, Python kommt hier, transformiert in Float, dann kommt hier, das ist eine Frage, ist der Preis kleiner oder gleich 100? Ja, das stimmt, das ist wahr, das ist die Wahrheit. 75 ist kleiner als 100, dann Python kommt hier und schreibt uns, ja. Wenn er
diese Zeile kontrolliert. Das ist falsch. So, für diese Zeile schreibt Python nichts. Schreibt uns nur ja. Wenn wir 125 kontrollieren wollen, dann Python macht das gleiche. Er transformiert x in y, kommt hier. Und nochmal die Frage. Ist der Preis kleiner oder gleich 100? Nein, das ist falsch. Dann Python ignoriert diese Zeile und kommt direkt hier. Und noch andere Frage. Ist y größer als 100? Ja, 125 ist größer als 100. Dann Python kommt hier und Print schreibt uns nein. Wir können auch diesen Code ein bisschen schöner, ein bisschen verbessern und eine Zeile können wir kürzer und eleganter machen. Welche Zeile können wir verbessern hier in diesem Code? Hier haben wir Gegenteil. Hier wir haben eine, diese if-Zeile und das ist das Gegenteil zu dieser Zeile. Dann können wir diese Zeile verbessern und nur ein Wort schreiben. Welches Wort schreiben wir hier? Natürlich das Wort else. Sonst. Dann ist der Code ein bisschen kürzer und das ist einfacher zu lesen.